Wir schauen uns erstmal das nächste Level an. Ups, da bin ich ans Mikro gekommen. Hier sieht man auch wieder die Story. The spot is far from... Yeah, but I see the card. Lecto Research Crates, blah, blah, blah. Oi, Mini. Das sieht schon mal uncool aus. Äußerst uncool. Denn hier sehen wir den korrumpierten Boden. Aber wir schauen uns mal erstmal die Infomax an. Fertilized Land, also gedüngtes Land oder halt eben fruchtbares Land. Also beschleunigt die Pflanzenwachstum und auch die Türme, die man selber trägt oder eben stationiert hat. Corrupted Land, also verseuchtes Land, da wachsen schon mal gar keine Erdbeeren und man selber und eben die Türme bekommen Schaden. Das haben wir ja schon gesehen im Level gerade eben, wenn wir jetzt mal durchgelaufen sind. Aber hier gibt's was Tolles. Okay, muss man erstmal reparieren. Na komm. Zack, jetzt haben wir hier nämlich so ein Ding hier und man sieht schon, damit kann man die Korruption unterdrücken. Und die Fortschritte machen wir auch noch auf. Und da ist nämlich natürlich genau dieser Pflanzendünger-Bliss-Teil drin. Den können wir uns natürlich auch genau leisten, um hier noch einen hinzustellen. Damit hier die Türme hier vorne schon mal keinen Schaden mehr kriegen. Ja, Welle 1 wird gleich kommen. Na, sollte selber durchgraben. Ah, oh, es reicht nicht. Aber jetzt. Wir schauen jetzt mal hier hin und reparieren die beiden Türme. Super, da ist noch ein Samen, aber der bringt uns mal überhaupt nichts. Wir haben ja nur 6 Felder. Aber genügend Geld, um mal hinten nochmal ein Pflanzentower zu bauen. Sollte man hier nicht auch reparieren? Ne, ich glaube nicht. Aber da ist noch eine Forschungskiste. Und noch was wir aufsammeln können. Und zwar haben wir jetzt die Minen freigeschalten. Fassminen. Die kann man zum Beispiel jetzt hier mal so ablegen. Zack. Dann wird die eingegraben. Und bam, dann geht sie hoch. Problem, die Teile, wie schon gesagt, kosten 10 Edelsteine. Und ich schalte mir für die Edelsteine immer lieber irgendwelche neuen Forschungen frei, als die für irgendwelche Waffen, einmal Waffen zu auszugeben. Ist mir dann doch zu teuer. ups, wir brauchen schnell einen Laser. Komm. Komm schon, schieß ihn an. Ja, komm, dreh um. Ja, genau. Dann stellen wir den hier ab und holen uns gleich noch einen neuen Laser. Den stellen wir gleich neben dran ab. Und wir bringen die Erdbeeren mal kurz heim. Das reicht wieder für den Turm. Ah, komm, dreh um. Setzen wir den auch mal kurz ab. Oh, das sind wieder 2 Diamanten. Die holen wir uns natürlich kurz. Und, oh, da ist was ganz Uncooles. This thing will keep spawning enemies until you kill it. Quasi ein Gegnergenerator. Das heißt, wir schnappen uns mal kurz einen Laser und brennen das Teil über den Haufen. Natürlich hält das wieder ordentlich was aus. Sprich, der Laser ist arm. Wir könnten den Laser kurz aufrüsten. Bevor wir die Erdbeeren heimbringen. Und, ah, es reicht nicht um eine Erdbeere. Jetzt aber. Zack. Ah, komm. So, und jetzt brennen wir es über den Haufen. Ah. Na, alles auch. Au. Boah, wir sind noch halb tot. So, und tauschen wir mal den kurz aus.
Weil ich den ganzen Schmuh nach Hause. Oh, es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber jetzt wird es reichen, glaube ich, oder? Ja, es wird reichen. Oh, hier bin ich. Da kommt schon was ganz Uncooles angelaufen. Bringen wir mal schon ein paar Erdbeeren rein, vielleicht können wir uns noch einen. Oh, nee, geht nicht. Schade, 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 schade. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Stirb, 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 stirb. Das ist eh schon der letzte Gegner, aber trotzdem. Stirb, 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 stirb. Los, 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 los. Ah, komm schon. Puh, er ist down. Au. Ready for takeoff. Ja, wieder ein Level geschafft. Puh. Halt, wir haben noch was zum Abgeben. Ah, ja, ein Diamant war noch drin. So, continue. So, jetzt können wir mal kurz die Forschung gucken, aber ich glaube, die nächsten kosten alle ordentlich Schotter. Naja, 100, 200. Was? Können wir uns alles nicht leisten? Ah, ja. Vergiss es.